seit über 550 Jahren, nämlich seit dem Jahr 1466, gibt es das Wirtshaus auf dem Berg. In der Urkunde von damals steht das Recht zu backen, sieden, brennen, Salz ausmessen und andere Metzlereien. Und seit der Zeit brauen wir mit Freude und Begeisterung Bier. Und von Generation zu Generation wird Brauerfahrung weitergegeben. Und das ist das, was uns trägt. Der Erhalt von alten, seltenen Brauweisen, das ist unsere richtige Herzensangelegenheit. Nicht, weil sie alt sind, sondern weil sie gut sind. Hottiggärung ist so etwas Seltenes, dass das bloß zwei oder drei Brauereien in Deutschland machen. Einer davon sind wir, die alle Brauspezialitäten untergärig und obergärig komplett im offenen Bottich vergärt. Wenn die Bottiche früher aus Holz waren, über Jahrhunderte, dann sind sie heute bei uns aus Edelstahl. Sie sind offen wie früher und das heißt Brauen mit alle Sinne. Der Braumeister, der Brauer guckt sich das Gärbild an und sieht am Gärbild, ja, wann muss man reagieren? Muss die Temperatur niedriger sein? Muss sie etwas höher sein? Muss die Zeitdauer verändert werden? Und das ist das Verständnis von mit allen Sinnen zu brauen. Und wir sehen ja bei der Bottichgärung dann auch auf Schwäbisch gesagt, wie das Bier schnauft. Das riechen wir auch da drinnen. Und das macht den Unterschied aus. Ich denke, das ist so wie beim Kochen auch. Es gibt einen Standard, der macht satt. Aber es gibt noch etwas obendrauf, das macht es dann richtig lecker. Wir werden immer wieder gefragt, was in der Bottichgärung anders ist, was da anders, besonders schmeckt. Das kann man nicht erklären. Das muss man selber riechen, trinken. Und dann werden Sie feststellen, dass das Bier einfach lecker schmeckt. Entscheidend ist aber nicht, was mir alles erzählt, sondern entscheidend ist Ihr eigener Eindruck, Ihr eigenes Bild. Das heißt, entweder Sie besuchen uns mal, werfen den Blick hinter die Mauer in den Berg, oder Sie probieren unser Bier, weil entscheidend ist das, was Sie schmecken.